Thai Curry mit Pute, ein Schuss Exotik am Feierabend. Ein Selfwasser in einem Topf zum Kochen bringen und salzen. Den Reis im Beutel in das kochende Wasser legen, nach Packungsangabe in ca. 8 Garen, dann aus dem Wasser nehmen. 2 Inzwischen das Putengeschnetzelte mit je ein Esslöffel Limettensaft und Sojasauce vermischen und etwas ziehen lassen. Paprika halbieren, Kerne und Trennwände entfernen. Die Hälften waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Brokkoli waschen und in Röhrchen teilen. Den dicken Stiel schälen und sehr fein würfeln. 3 Das Öl in eine Pfanne oder in einem Wok erhitzen. Putengeschnetzeltes darin mit der Marinade unterrühren, bei mittlerer Hitze in ca. 3 anbraten. Dann herausnehmen. 4 Die dicke, feste Creme der Kokosmilch aus der Dose löffeln, in den Wok geben und bei großer Hitze aufkochen. Die Currypaste dazu rühren und ca. mitkochen. Dabei immer rühren. Übrige Kokosmilch dazu gießen. Paprika, Brokkoli und gefrorene Erbsen einrühren. Das Curry aufkochen und bei kleiner Hitze noch ca. 3 offen köcheln lassen. Dann das Putenfleisch dazugeben und alles in weiteren 2 fertig garen. Inzwischen den Koriander waschen und trocken schütteln. Die Blättchen abzupfen. 5 Das Thai Curry mit Limettensaft und Sojasauce abschmecken, auf 2 Schalen verteilen. Mit dem Koriander sowie nach Belieben mit den Kokoschips bestreuen und mit dem Reis servieren.